Willkommen, Freunde. Heute wollen wir fertig werden. Hier oben. In unserer sehr gut vorbereiteten Abteilung. Hoffe ich jedenfalls. Ja, ich habe nochmal überlegt. Die Nähmaschinen stehen ja eigentlich ganz gut hier. Aber eigentlich auch nicht. Jetzt haben alle wieder Fragezeichen im Kopf. Ja, ich habe mir das wieder durch den Kopf gehen lassen und habe Ach, überlegt. ich hätte es einfach so Gut, wir lassen haben hier sollen. die Säckkehlereien. Wenn wir jetzt hier die Glasproduktion hinsetzen, könnten wir alles ganz wunderbar mit Glas versorgen. Die hätten hier auch einen direkten Anschluss. Das wäre auch hier nur bedingt möglich, aber es wäre machbar. Das heißt, wenn wir diese Abteilung erstmal ausgliedern und nochmal hier rüberstellen. Vorerst. Aber nicht wissen, was wir damit machen sollen. Haben wir hier die Chance, auf der Seite die komplette Industrie dann zu bauen. Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier drüben keinen Strom haben. Das wird uns echt ein bisschen belasten, nennen wir es mal. Kerkern wir die ganze Abteilung hier mal ganz kurz ein. Mit einer Steinstraße. Und dann sind wir erstmal, ich will jetzt nicht sagen zufrieden, aber beruhigt. Dann steht das erstmal hier drüben. Müssen natürlich erhöhen, weil geht sonst nicht. Aber wir sollten noch eine hinbauen, oder? Ah, das wird erstmal schon gut gehen. Gut, das heißt, die Abteilung kommt noch komplett nochmal neu. Glas. Was haben wir da so für Items? Siehst du, hier ist das Teil. Wusste ich doch. Ich habe letztes Mal gesucht. Trottel. Baut's. Glas, 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 Glas. Wenn wir Glas hier hinbauen, ist das nah genug dran? Das Ding ist ein bisschen. Kriegen wir auch nicht weiter rüber, oder? Nee. Der geht nicht weiter rüber und der auch nicht. Also ginge schon, aber je näher wir den darüber stellen, umso weniger kommen wir da an die Mine ran. Die Frage ist, wie wichtig ist uns die Mine? Und wie wichtig uns hier der Verkehr? Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir hier auch noch Handelskammern dazwischen brauchen. Also hier Lagerhäuser. Zwischen den Handelskammern. Die sollen ja hier noch so dazwischen. Das ist also schon ganz gut so der Abstand. Ihn kriegen wir nicht weiter rüber, haben wir geklärt. Mehr geht nicht. Und du gehst auch nicht weiter nach links. Geht auch nicht. Also es ginge schon um ein Feld, aber das macht die ganze Silhouette hier kaputt. Ja, das ist ja alles schon so geplant und von außen scheint das so, als wenn das so sein soll, ne? Gut, also Glas. Für Glas nehmen wir erstmal. Ich packe wieder mal meinen Koffer und nehme mit den Hypnotiseur. Was haben wir noch so an Glas? Einen kleinen Glasbläser. Apropos, arbeitet hier mein Dings. Auf dich warten wir hier, dass wir vielleicht nochmal irgendwas Schönes ausspuckst. Was machst du? Du hast gerade frei, oder wie? Du scheinst mir so, als wenn du gerade frei hast. Wir könnten Great Eastern bauen. Aha. Jetzt nicht. Komm, bau was. Müssen wir den erstmal wieder beschäftigen. Wäre gut. Wir bräuchten ein Item für die Handelskammer. Können Sie sich das vorstellen? Ein Leben in Knechtschaft und Unwissenheit, ohne Zeit für die Schönheiten der Kunst und Alle Bildung. Ich Fertigungsstellen. bedauere diese armen Bauern. Können wir mal bauen. Können wir auch bauen. Dann hat er ein bisschen was zu tun. Außerdem machen wir wieder mein Spiel mit dem In Krokodil. welche Technologie wollen wir investieren? Ja, wir machen erstmal die große weiter. Das Lassen geht Sie uns schneller. die Besten der Besten anheuern. Ja, das machen wir. Ja, lecker mich, da ist er, der Gerd Fuchsi. Wir müssen jetzt auch mal so langsam alle durchhaben auf einer Linie. Ja, nochmal Zucker rum. Ja, jetzt geht's los, Freunde. Schnupper mal die legendären. Schnupper sie. Schnupper sie. Gut.
Wenn wir die Items jetzt kriegen, dann müssen wir die holen. Wieso haben wir jetzt. Geht's euch gerade so schlecht? Ja, euch geht der Kaffee aus. Da arbeiten wir gerade dran. Wir arbeiten daran. Haben wir hier nicht irgendwo so eine Industrie aufgebaut, die so irgendwie ein bisschen Kaffee produziert? Hatten wir nicht irgendwo irgendwas? Irgendwo irgendwas? Mir war so, als wenn ich das aufgestellt habe. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hatten wir davon nicht irgendwie? Oder standen die alle nur drüben? Scheiße, wenn man sich in seinem eigenen Laden nicht mal auskennt. Das Problem ist, ich habe einen anderen Spielstand noch gespielt und dann ist vorbei mit der Übeltäterei. Ne, hier hätten wir keine Kaffeeabteilung. Ja, dann müssen wir zur Not mal. Ach, das zack, wusste ich doch, habe ich nur übersehen. Ich wusste doch, die stehen hier. Wo sollen die denn sonst stehen? Überall anders macht ja gar keinen Sinn. Nur fehlen uns mal wieder die Arbeitskräfte und das ist ehrlich ein bisschen unsexy. Naja, wen nehmen wir denn? Euch außen. Die Reihe. Reicht die? Jetzt sollte es reichen. Also langsam müssten wir jetzt mal alle Straßen hier verbessert haben. Ja, der kriegt sich schon wieder ein. Das wird schon. Sobald wir Kaffee haben, ist sowieso alles wieder gut. Sobald der Kaffee da ist. Sobald. Jetzt habe ich immer noch hier vergessen, die Items einzustellen. Macht mich hier ganz kirre. Jedes Mal ist irgendwas. Gut, Itementwicklung. Wir würden gerne kaufen. Und zwar. Oh Gott, wen holen wir als erstes? Die Brillenfabrik? Öl wäre nicht schlecht. Es ist alles wichtig. Erst ihn. Den haben wir schon. Dann den Bruder der Braukunst. Den vielleicht nochmal später. Ja, okay, der wird uns Gold bringen. Brauchen wir. Kann nicht schaden. Und, ja. Ich würde ja ganz gerne noch mein Mehlfräulein haben. Das kriegen wir nicht. Jetzt aber. Nein. Knappe Kiste. Naja, beim nächsten Mal vielleicht. Wenn wir hier. Nee. Das Holzlayout haben wir noch momentan nirgendwo zu stehen. Jedenfalls nicht so, dass wir damit arbeiten können. Wir bräuchten eigentlich hier theoretisch noch eine Stadt. Wir könnten aber auf diese Stadt verzichten. Und die diesmal hier aufbauen. Das ginge auch. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Arbeitskräften hinkriege. Wir bräuchten eigentlich eine zweite Stadt und die müsste hier hin. Sich das wieder mit den Arbeitskräften hier erstmal revidiert. Weil sonst wäre das echt cool. Wir legen ihn hier hin. Unseren Fuchsi. Dann kommt hier die Brillenabteilung hin. Damit tauscht der mit dem. Kommt hier Fuchsi mit rein. Kommen hier die Brillen hin. Wenn hier aber die Brillen hinkommen, muss hier das Glas hin. Automatisch. Ja. Dann kommt hier die Glasabteilung rein. Oh, ist das wieder ein Hin- und Her-Gewirre. Ja. Aber wenn wir das hier komplett zum Industriegebiet erklären, was traurig wäre, aber machbar, weil wir ja hier die Versorgung haben, müsste das eigentlich weg und da könnten die Nähmaschinen auch hier hin. Und haben wir hier noch so viel Platz. Wenn wir hier den Fuchsi reinstellen, bräuchten wir hier das Holz. Könnten da die Nähmaschinen hin. Meinst du, wir kriegen dann hier noch Holz hin? Das ist nicht machbar. Bei aller Liebe, Roland, das kriegst du nicht hin. Oh, ist gut, aber so gut bist du auch nicht. Ich versuche gerade wieder, das Menschen unmögliche eigentlich zu machen. Aber es geht ja nur von hier. Wenn wir jetzt hier noch die Nähmaschinen aufstellen, könnten wir hier theoretisch Holz machen. Da müssen die hier aber komplett alle umziehen. Irgendwohin, wo die uns nicht auf den Sack gehen. Erstmal. Und ich habe keinen Platz, der das erstmal nehmen würde. Aber es wäre schon geil. Es wäre auch mal anders als sonst gebaut. Wo stelle ich euch hin? Großer Gott.
Wo kommt ihr hin? Die ganze Abteilung muss komplett umziehen und irgendwo hin, wo sie mich nicht stört. Und alles ist voll, außer diese kleinen Inseln hier. Stellen wir die darüber? Oh, ist das ein Mammutprojekt. Oh, ist das bitter. Die Abteilung würde auch noch gehen. Stelle ich die hier rüber? Achtung! Momentan nicht großartig genutzt, aber wenn wir das hier abreißen, kriegen wir das eventuell hin. Dann nehmen wir die Inseln. Wir müssen die Inseln nehmen, es bleibt ja nichts. Wo kriegen wir das am besten kopiert? Wo können wir es hinstellen? Wo würde es am besten rankommen? Dass ich damit leben kann. Wir haben den Platz einfach nicht. Egal, wo wir es hinstellen würden. Ja, wir versuchen hier gerade auch irgend so einen Rechteck reinzuknallen. Hier wird es hinpassen. Nahezu knapp, aber es würde passen. Gut, probieren wir es. Geht uns gerade wieder die Kohle flöten, die wir hier zu stehen hatten, aber gut. Halt mit Leben. Kann er ja alles haben. Spart eine Menge Zeit, wenn wir das jetzt hier alles nochmal neu machen. Neu aufstellen. Dauert ewig. Deswegen, die ganze Abteilung zieht komplett um. Auf, nach hier hinten. Wie sieht's oben aus? Kommt er da an die Kante? Ich sehe das nicht. Sieht gut aus im ersten Moment. Mit welchem Recht tragen diese Trottel Uniformen und erzählen den Menschen, was sie zu tun und zu lassen haben? Den jetzt noch irgendwie anschließen, das wäre ganz toll. Das war die Abteilung hier drüben. Zack, damit steht er. Da steht der Turm, da steht der Sturm, da steht der Turm. Wir reißen den ab. Und... holen den hier rüber. Steht er richtig? Keine Ahnung. Werde ich schon rausfinden. Ich die ganzen Häuserchen hier abgerissen habe. Bam, bam. Rums. Rums. Guck an, wir haben anscheinend wieder genug Ressourcen, dass wir uns den ganzen Quatsch hier leisten können. Und rums. Rums. Ganze Abteilung, einmal komplett umgezogen. Problem natürlich, dass der Strom hier nicht ordnungsgemäß drüben ankommt. Da lässt sich jetzt auch schlecht was machen, jedenfalls in den nächsten Tagen, Stunden, Wochen. Weil die Stromabteilung einfach nicht besser rangeht. Der ist schon okay. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir es besser hinbekommen hätten. Aber besser geht immer und schlechter geht auch. Das hilft auch nochmal ein bisschen. Das nicht unbedingt. Hier oben sollten wir ein bisschen was verändern, stelle ich gerade fest. Es ist nicht so schön gelaufen. Nun ja. Also, wenn ich den hier rüber nehme, dann könnte noch den da hinstellen, der würde da aufpassen. Die Hörsäle und Unterkünfte. Ja, steht er wieder im Weg. So, haben wir es jetzt. Sonst noch jemand, der ein Problem mit mir hat, hä? Hä? Sucht einer Streit, hä? Haben wir es jetzt. Gut. Was für ein Opus Magnum. Ich muss jetzt hier das nur noch mal ein bisschen sortieren. Kleinen Moment noch, wir haben es gleich. Da ist die Puzzle-Prinzessin gleich fertig. Klappe! Lieber in den Schlund als in den Abfluss. Würden die außerhalb stehen. Interessiert also keinen. Gut. Ist zwar ungünstig, weil das Ding dann da steht, aber ja, wegen Stromkupfer links, also kommt die Gebäude eigentlich alle nach rechts. Es ist jetzt aber auch egal. Auf das eine kommst dann auch nicht an. Apropos, du könntest auch noch hier in die Abteilung. Gut, Items alle drinne. Euch geht's gut. Sehr schön, alles gut. Können wir es erstmal so lassen? Du hast das Potenzial und ich weiß es. Die Augen waren... Ich brauche jetzt hier erstmal Ruhe, wie immer. Also, das heißt, die Fuchsi-Abteilung kommt gleich hier hin.
sobald die fertig ist. Dann kommt hier jetzt die Glasabteilung hin. Sehr schön. Also, Glas. Jetzt geht's los. Dabei sein ist alles, Freunde. Dabei sein ist alles. Glas. Glas, 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 Glas. Wie beginnen wir das? Das können wir eigentlich relativ simpel machen. Den setzen wir dahin und dann müssen wir nur noch gucken, dass der vielleicht ein weiter nach... Können wir den vielleicht ein weiter nach links schieben? Ich weiß, es ist ungünstig, aber es kommt darauf an, dass das hier alles gut steht und mir auch sehr gut gefällt. Weil wenn ich den jetzt so hinstelle, dann kriege ich den auch ganz toll daneben. Gut. Da haben wir eine wunderschöne gerade Linie, genauso wie der Papa das haben möchte. Können wir den schon mal buffen, dass er höher ist. Upp. Und dann hätte ich hier noch gerne Feuerwehr, dann wäre ich erstmal schon sehr zufrieden. Das ist nicht zufällig ein Fünferplatz, nein, da ist vier auch so ein Mist wieder. Da passt nicht einer hin, naja, das ist gut, das ist schon okay so. Wollen wir nicht mehr meckern, als es sein muss. Aber das können wir sehr, sehr einfach gestrickt bauen. Das passt sogar alles, ich kriege einen zu viel. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir das richtig vermarktet kriegen, den Club. Weil wenn der da steht, steht er da schlecht. Wenn du da stehst, stehst du auch außerhalb. Das ist schade. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Wenn ich dich da hinstelle, wäre das gut. Du kommst erstmal darüber. Kleinen Moment noch, wir arbeiten dran. Das ist eine ganz verzwickte Situation, in der man das richtig angehen muss. Also ist das egal. Dann stellen wir den so hin. Gut, ja, dann bauen wir es auf der anderen Seite genauso. Warum nicht? Steht halt einer außerhalb. Müssen wir arbeiten. Glas brauchen wir eh mehr. Die Hauptgebäude sollen gebufft werden, damit wir von denen nicht so viele brauchen. Ich muss mich halt für eins entscheiden. Etwa ich buff jetzt die hauptsächlich oder das Glas. Ja, dann stehen die außerhalb. Also es ist egal, wie wir es machen. Wir werden eh nicht zufrieden. Gut, dann brauchen wir natürlich jetzt jede Menge... Apropos, wir sollten erstmal die ganze Glasabteilung hier abreißen. Ich lasse mir da mal stehen. Ich weiß noch nicht, ob wir dich brauchen. Bleib da mal stehen. Du kommst ja auch mal ein Stück näher ran. Noch irgendwo Glas? Sonst noch irgendwo irgendwer, der meint, er müsste hier Glas produzieren? Hm? Na? Ja, hier. Gut. Ihr geht auch erstmal baden. Sehr schön. Wie sind hier noch? Noch der eine? Da steht noch ein bisschen Glasproduktion. Okay. Sehr gut. Mir fehlt noch einiges an Material. Wenn wir das mit dem Strom ordentlich gelöst kriegen, dann haben wir echt... Wie der steht am Ende, das wird nachher ganz entscheidend. Ob der vielleicht nochmal ein Stück höher kommt, ein Stück rechts. Ja, war alles so eine Sachen. Ja, zum Beispiel wäre der momentan hier optimal. Geht vor allen Dingen um die Straße... Und alles, da muss man dann gucken. Ja, dann steht da eben halt bei dem ein bisschen mit drin. Man kann nicht alles perfekt machen. Aber man kann es versuchen. Gut, die Glasabteilung sieht erstmal richtig, richtig toll aus. Eigentlich bräuchten wir nochmal eine Glasabteilung, die komplett Glas produziert. Ja, wenn wir die hier rüberstellen und da dann Glas produzieren. Also hier kommt auf jeden Fall Dings hin. Hier zwischen könnten wir zur Not die Dinger reinbauen oder eben auch, müssen wir gucken, ein paar. Oder stellen wir erstmal komplett auf Glasrohstoff um? Müssten die aber da drüben hin. Doppelt gemoppelt. Ja komm,
Wir nehmen euch raus und stellen komplett auf Rohgas um. Das passt. Vollkommen und ganz. Und weil das hier oben nicht passt, bauen wir da Glas hin. Warum nicht? Dann haben wir zwar erstmal nur 4 davon zu stehen, haben aber jede Menge Rohglas. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, normales Glas umzubauen. Das ist doch erstmal schon nicht schlecht. Nur mit den Arbeitskräften wird das jetzt gerade ein richtiges Problem. Gut, Stromabteilung, wir kriegen ordentlich Glas. Hier unten muss auf jeden Fall Versorgung stattfinden, sonst haben wir ein Problem. Hier, die einzigen Sachen, die nicht unbedingt gebufft werden müssen, aber hier in der Nähe gern gesehen werden. Wie viele bringen wir hier unter? Wie viele wollen wir hier unterbringen? Das ist die Frage. Ah, die machen mir die Mitte ziemlich dicht. Ich auf die Außenstraße verzichte, ihn ein Stück höher nehme. Nee, komm. Dann ziehen wir lieber glatt durch und setzen da nochmal eine Industrie- und Handelskammer hin, wollte ich gerade sagen. Verdammt. Den und dann doppelte die Feuerwehr hier. Ruhe wurde beendet. Ja, komm, was soll's. Hauptsache, der steht erstmal hier. Dann haben wir noch ein bisschen Luft. Natürlich wieder so eine beschissene ungerade Zahl, dass das jetzt wieder nicht passt. War ja wieder klar. Sie gehören eher zu den unteren 10.000. Ja. Der war gut gedacht. Dann hätten wir hier eine gerade Straße. Aber dann kommt der hier nicht hin. Mein Gottchen, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Manchmal muss ich es halt ausprobieren, so lange, bis ich zufrieden bin. Da oben könnte noch Glas hin. Würde sich das ein bisschen revidieren. So, vom Platzmanagement. Da könnten wir auch eine Dings hinsetzen. Nee, die Glas steht da gut. Wir haben ja hier keinen Bonus-Buff irgendwie drauf. Das ist einfach nur, damit wir Glas haben. Zur Not können wir die Abteilung ja nochmal ändern, nehmen hier ein 6er-Pack raus und tauschen das dann doch nochmal auf Dings um. Ja, ich würde jetzt bloß ganz gerne hier in der Nähe auch Dings haben. Erstmal. Die Glühfäden sollen noch eine eigene Abteilung bekommen. Aber so ein paar davon hier in der Nähe wären ja auch nicht schlecht, damit das hier erstmal läuft. In dem Club. So. Warte mal, wenn ich die seitlich stelle, müsste hier noch einer hinpassen. Sag ich ja. Gut, das wäre erstmal die Glasabteilung. Jetzt kommt die Vereinigung mit bei. Wie weit bist denn du hier? Du bist bei Fuchsi schon dran. Was ist für die Brillen? Da beeilen wir uns jetzt mal ein bisschen.